VDSCS. Was machst du heute hier? Zu VDSCS Dreh gehen. Dein erster Dreh? Nein, mein zweiter. Und wie findest du es, so aufgeregt? Ja, schon. Was ist jetzt deine Erfahrung mit VDSCS bis jetzt? Eigentlich nicht so viel, weil ich gucke Videos, bin befreundet mit denen, aber ich sonst eigentlich nicht so viel. Wenn ich jetzt hier vorne vorbeifährt. Du bist Kublai der Coole? Nein. Beides mit K? Der Schlaue, Kublai der Schlaue. Achso, warum nicht der Coole? Naja, braucht man nicht. Hast du den Job abgegeben? An was an? Kemal habe ich gegeben. Die Coole ist. So, dann wollen wir hier definitiv mal zeigen, wo wir hier sind. Wir sind hier im Takatuka-Land. Leute sind gerade hier am Bauen, am Machen, am Tun. Die ersten Fotos werden gemacht, die ersten Szenen werden gedreht. Ja, mal sag was dazu, was machst du hier? Ja, also wir machen hier die ersten Szenen. Warum lügst du jetzt aber? So, also was machen wir? Ja, alles läuft gut bis jetzt. Und ja. Nochmal erzählen, was ihr hier macht. Ja, also wir machen jetzt die erste Szene. Kami und Chico kommen rein. Die werden von der Dame begrüßt und ja. Mal gucken, was danach passiert. Und was machst du hier? Ja, ich bin hier der Assistent. Du bist hier der Assi? Ja. So, also, jetzt wird hier schon fleißig gehüpft und welche Szene soll das jetzt eigentlich sein? Das ist jetzt die dritte oder so? Oh, Entschuldigung. Ajo? Jetzt haben wir dich aber, jetzt haben wir dich schon mal. Kurz. So, was passiert hier jetzt konkret? Was ist das für eine Szene? Begehrt wie Pamela. Komm in die Booth mit meiner Gang, weil ich doch mit keinem enger war. Ich vertrau keinem A&R, ich red nur mit meinem Manager. Distanzier dich von den Pennern da, die dich reinreiten, die dich in diesen Schlund ziehen. Kriminalität, Gewaltbereitschaft und rumdealen. Ist das deine Welt, Bro? Macht es dich denn selbst froh? Oder machst du's, weil du denkst, dein Dorf es sei ein Ghetto? Echt so, alles kommt zurück, so wie ein Echo. Also sei zu deinem Lehrer nicht mehr so respektlos. Du willst deine Lehrer schlagen, ich will meine Lehrer warnen, weil so Homo Sapien wie du keine Ehre haben. Redest was von Ehre wahren und willst deine Ex boxen. Und sie hat mit 16 Jahren schon Sex gehabt mit 6 Ochsen. Nase bricht, Straße spricht, danach schickt der Vater dich. Jetzt weißt du, wie hart es ist, übertreib mal deine Lage nicht. So, also wir sind hier gerade in dem Kinder-Takatuka-Land und machen gerade ein Interview von einem der süßesten VDSCS-Fans. Und ich frage dich einfach mal, bist du ein riesiger Fan von VDSCS? Ja. Sehr gut. Was magst du an VDSCS? Was gefällt dir besonders? Die Musik, die Leute, was? Die Musik.